Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. All the Mods 2 Plus. Jetzt auf, warte, ich schau mal nach. Jetzt auf der Version 0.3.8. Ja, und diesmal wieder ein Part mit mir. Jetzt ist Papst Harvest Craft doch wirklich installiert, weil der Mod jetzt nicht mehr glitscht. Wo bist du auf einmal hin? Wieder reingegangen. Ach übrigens, wir können beim Torch bauen Kohle sparen, weil man kann aus einer Kohle eine Tiny Coal bauen und damit mit einer Kohle und einem Stick eine Tiny Torch bauen. Und naja, die macht genauso viel Licht. Oh Mann. Was ist alles drin? Man bekommt halt nur zwei Torches raus und nicht vier. Sag mal, wann hört eigentlich mein Charakter auf mit der Animation? Okay, nee, hat er jetzt, oder? Was? Was macht der Charakter? Ich habe E gedrückt und da hat mein Charakter die ganze Zeit Headbang gemacht. Also bislang Also macht ich dachte das. mir, das kann doch nicht. Macht er das nur einmal bei Jetzt dir? ist er Okay. fertig. Aktiviere mal ein Emote und geh dann ins Inventar, dann siehst du, dass du das 10 Sekunden lang machst. Okay. Naja. Ich bin ein bisschen rumgelaufen und habe so ein Ding von Woods 2 gefunden und habe da Setzlinge gefunden. Deswegen haben wir jetzt hier alle Vanilleholzarten. Okay. Sag mal, Ja. baust du da Käse an? Nein, das ist Reis. Habe ich dir das nicht schon gesagt? Oh, warte, ich Schau hab das nicht mal gehört. nach, Ach, schau mal nach links. Da steht Reis jetzt. stimmt. Ich hab grad echt gedacht, das kann doch nicht. Aber das ist halt so ein schönes Käserad auch noch. Das hat mich jetzt voll irritiert. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist der Block irgendwie gleich von der ID Oh her oder so. Mann. Deswegen ist dieser Fehler. Na gut. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich erweitere mal das Okay, Reisfeld. Reis. Gut, dann macht es. Dafür muss ich nur Ich den mache Reis hier ein rechts schieben. hässliches Erdloch hin. Was für ein Erdloch? Nein! Ich mache hier ein ganz hässliches Erdloch hin. Was? Wo denn? Hör auf, Scheiße zu bauen! Wo bist du? Hey, wo bist du? Bist du unter der Erde? Ich sehe nichts. Ich sehe dich nicht. Ja, wo ist ein Loch denn sonst? Wie über dir wird's kommen sein? Das ist kein Loch. Wenn du dir einfach die Erde abflachst, ist das kein Loch. War ja auch ein Scherz. Ich würde niemals etwas machen, was hässlich ausschaut. Außer um dich zu ärgern. Also, manchmal vielleicht. Bist aber echt ein böser Kauz. Weißt du das? So, ich habe jetzt ganz viel Dirt. Was mache ich denn mit dem ganzen Jetzt Dirt? machst du ganz viel Dirty Dancing. In das Loch hier. Ich dachte, du Vielleicht. noch. Kannst du machen? Muss halt irgendwo eine Dingens freilassen für Wasser. Und am besten an der richtigen Position. Okay, das ist Also der würde ich Main. dir nur empfehlen, wenn du es an der richtigen Position machst. Und das Fress und das vierte ist, glaube ich, dann da. Erstmal ein paar Reisseeds anbauen. So läuft das hier. Scheiße, was mit dem Dirt? Da war ich nicht. Naja, was? Ich baue Reis an. Ich bin der Reisbauer. Sag mal, ah ja, nee, normalen Weizen haben wir. Okay, dann passt das. Ja, wir haben normal Weizen. Kannst du einen Rechtsklick abbauen? Dank Hier ist ein Farms Haufen gerne Harvest Craft. geblieben, nehme ich jetzt mit. Vanilla wird das Schneid, nicht warte mal. gehen. Seeds, kann man mit Seeds nicht irgendwie entfernen? Hühner oder so? Ja, Hühner. Kannst du mal mit sie füttern. Irgendwann haben wir ja genug Seeds. Hier sind Schafe sehr gut. Ich glaube, wir haben jetzt schon Wurden genug entschieden. Seeds, weil ich glaube, dass die Mod-Seeds auch funktionieren. Weißt du, wie viel Glück wir eigentlich haben, dass hier drei Schafe in der Nähe von unserem Haus rumgammeln? Warum Ich habe in meiner Singleplayer-Welt lässt du denn stundenlang da unten gesucht. ein Loch? Da können doch Gegner spawnen. Das sind Fackeln. Also ich habe jetzt da. Auch wenn da Fackeln sind, stell dir das mal in der Realität vor. Das ist total instabil. Da fällt alles runter. Ach komm, hat er nicht genug gehört. Dann füll's aus, wenn du zum Schlafplatz bist. Und was, wenn du irgendwann einen Keller drunter gräbst? Dann musst du sowieso wieder aussehen.
Das ist dann mein Problem. In der Tat. So, du machst jetzt mal so eine Öko-Kiste oder so für Pflanzen. Ich habe eine Kiste für Holz. Und da willst du Pflanzen reintun? Da kommen Holzsetzlinge rein. Und was ist mit Pflanzen? Blumen und so? Blumen? Ich habe jetzt... Stack einfach auf andere Blumen. Ich habe jetzt 4 verschiedene Blumensorten schon im Inventar. Und ich bin noch nicht mal gerade nicht sehr weit. Akazien, Schwarzeiche, Stöcke... Das bei dir eine eigene Kiste. Wer dafür ist, votet mit einem Abgeordneten. Nee, halt. Das funktioniert so nicht. Neues Voting-System. Das sind sogar doppelt so hohe rote Blumen, da kommen dann 2 raus, oder? Also 2 Geldlei müsste da rauskommen. Rosenbusch. Kann sein. Was wollte ich denn jetzt? Wollte ich mal Wassereimer? Beziehungsweise mein Eimer. Also du bringst mich auf eine Idee. Ich wollte auch einen Eimer. Wieso ich auch einen Eimer habe? Was brauchst du? Sinnvoll! Ja, eventuell möchte ich einen Eimer... WTF. Du überraschst mich immer wieder mit deiner Sinnvollheit. Hier hinten was... Ist das überhaupt ein Wort? Der ist hier hinten... Ist hier... Warte, ist das hier der Spawn gewesen? Das jetzt... Ah ja, das ist ein Soundtor. Nee, das war nicht der Spawn. Check ich nicht. Warum lässt sich denn hier nichts abbauen? Komisch. Wo bist du denn? Das Schau. Kann sogar echt der Spawn sein. War das diese Halbinsel? Okay. Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass die noch an ist. Die Protection. Ja, dann wird's das schon bleiben. Dann bleiben die Blumen eben dort. Hol ich mir woanders Blumen? Aber wirklich jetzt. Da sind auch gelbe Blumen, sehr gut. Ich möchte meine Rüstung gelb färben. Das geht mit der drei, nicht, oder? 4, Mitte, 1, 2, 3, 4. Okay, muss aus dem umgebaut werden. Also das hier muss irgendwie weg, finde ich. Was ist scheiße? Das stört hier. Das ist eine Etage zu viel. Was hast du denn mit Dirt? Das ist eine Dirt Farm. Dann wird zu hoch. Geh weg, du Huhn! 1, 2, 3, 4. Gut. Ja. Wenn das Huhn mir nochmal in den Weg reinkommt, dann gibt's Chicken Wings. Hast du eigentlich auch die ganze Zeit grillen? Ja. Und die sind ziemlich penetrant. Das liegt an irgendeinem Ambiente Sound Mod. Das ist aber eine coole Idee. Ich finde, die sind ein bisschen laut eingestellt, die Viecher. Ja, dass die Minecraft-Musik irgendwie immer aufhört und nie wieder startet. Minecraft ist... Die Musik war schon immer so programmiert, dass sie total selten kommt. Obwohl es sogar mehr als ein Lied gibt. Ja, und das ist schon immer scheiße gewesen. Das ist aber Absicht. Das ist nicht ein Bug oder so. Das ist einfach. Das gehört zum Minecraft-Original-Ambiente. Das gehört zum Feature. So. Ich brauche noch ein bisschen Acacian und es wird wieder dunkel. Damit du glücklich bist, bauen wir es jetzt komplett zu. Ich habe noch nicht genug. Es reicht ja, wenn einer schlafen geht, also los. Aber ich bin gerade am Feld. Hallo Würmer. Hallo noch mehr Würmer. Eigentlich, soweit ich richtig gelesen habe, sterben die Würmer nicht. Also kann man die sogar wirklich verwenden statt Wasser. Aber ich weiß nicht. Ist so viel Aufwand, Würmer überall in den Boden zu stecken. Vor allem muss ich, glaube ich, die Pflanzen vorher wieder abbauen. Ach fuck, jetzt ist meine Hose kaputt. Das wäre das Messer, glaube ich, schon. Na gut. Was für ein Ding?
Naja. Such dir einen Zaun aus und dann. Ey, schön, wie die connecten, die Zäune. Das ist super. Super. Fürs nächste Haus wird Feld. jetzt umdekoriert. Das nächste Feld Kommt ein weiß ich zweiter sogar, Spruch. was das für ein Zaun ist. Weiten, Okay. wenn du meinst. Nein. Ich würde dich nur aufregen, weil es jetzt nicht macht. Wo soll ich denn die Canola-Seeds hin tun? Und die Canola? Die haben wir ja noch gar nicht in Tu es dieser. auch in die Kiste. Ich habe aktuell alle Canola-Seeds in meinem Inventar, weil die noch Sehr angepflanzt werden gut, lass mir, wo müssen. es hin muss. In die Kiste, wo die anderen Seeds sind. Nein, die wird jetzt eingepflanzt. Wo kommt Canola hin? In die Kiste, wo die Auf das anderen Feld Seeds hier? sind. Ach so. Ja, genau, auf das Feld. Aber Wenn du nicht eigentlich habe ich aufpassen genug musst. Seeds im Inventar, aber gut. Und dann kommt eins von deinen in die Kiste. Mit Ja, von mir kommt nicht komischen nur eins in Pflanzen. die Kiste. Ich habe ein paar zu viele hergestellt. Blumen verdienen ihre eigene Kiste. Soll Sugarcane da auch bleiben? Ist es Pflanze? Irgendwie schon. Erstmal Meine. noch nicht. Da kommt nämlich nur rein, was schon angepflanzt wurde. Eigentlich müsste ganz eigentlich. Oh, das sieht ja interessant aus, das Canola. Toll, Canola. So. Acacia wood. Canola. I need you. Ist das richtig rum? Ja, das ist richtig rum. Also hier unten wird langsam echt eng. Was soll Was wird eng? Das Erdgeschoss, generell. Hast du noch mehr Kisten hingestellt? Nur eine. Naja, wenn du willst, kann ich mich darauf stürzen, den ME-System-Klon zu bauen. Wenn du weißt, wie das geht und wirst das da einzulesen, ja, dann Naja, sagen wir würde es mal ich das so. machen. Man braucht halt etwas, was wie der Controller ist, man braucht, dass es wie der Drive ist und man braucht was, was wie das Terminal ist. Dann hat man schon mal den Anfang. Und man braucht bald noch irgendwas zur Stromerzeugung. Und dafür kann man den Generator von, wie hieß der Mod, Actually Additions benutzen. Ich glaube aber auch, dass die Generatoren von X-Utilities 2 funktionieren sollten. Okay. Ich brauche jetzt Sticks. Wo map mal? Gibt es den Survivalist Generator? Weil dann haben wir eine super billige Stromproduktion, weil der war immer super. Ja, den gibt Survival es. Generator, den gibt's. Der braucht nur Kohle und produziert, hat damals immer am meisten Energie aus Kohle produziert. Mehr als alle anderen Generatoren, die mit Kohle gearbeitet haben. Der hat er nur lange gebraucht. Das war das einzige Problem. Aber ansonsten war der super. Und das funktioniert auch mit Actually Additions. Also wir können damit einen Crusher betreiben, theoretisch, und unser Erz dann besser verarbeiten. Okay. Oder dann auch später die automatischen Farmen. Und hier ist übrigens Creeper hochgegangen, deswegen fehlt hier Boden. Habe ich jetzt Ja, so sind geändert. so. Waterlake. Ja, er hat nicht aufgepasst und dann hat es Boom gemacht. Hey, das schaut schön bunt aus, sagt er mir. So, was müssen wir jetzt noch Nö. anpflanzen? Du meintest Sugarcanes müssen wir noch anpflanzen, oder? Wo sind denn die? Das habe ich nicht gesagt, aber theoretisch wäre es eine Ja, wo sind denn die? Was Möglichkeit. sind die hingelegt? Ganz da hinten, das sind eh noch 17. Aber ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Papier macht man damit doch, oder? Naja, wir können auch aus Reispapier herstellen. Ja, wir können aus Reispapier herstellen. Na, dann ist es ja nicht so lustig. Aber. Ich habe mir jetzt ein Boot hergestellt. Ich werde schwimmen gehen. Okay. Aus welchem Holz? Ist groß. Ah, ein Spruce-Boot. Mein Gott, das macht eine Paddelbewegung gleich mit der Finne. Ja, Schaut ja toll aus. das sind die neuen Boote. Krass. So viel Aufwand in Boote zu stecken. Mojang weiß echt, wohin mit den Ressourcen. Typisch für Mojang. Aber das sind super Boote, Mann. Ich finde die geil. Vor allem sind sie schnell. Also kommt man schneller vor. Sehr schön. Bin schon mal Ja, gewartet, ist ja du gut. kannst übrigens auch gegen eine Wand fahren. Die gehen nicht mehr wirklich kaputt. Wie steige ich aus? Weißt du, dass du willst? STRG. Bei übrigens Sehr gut. allen Mobs.
das Loch. Idee. Du hast das Loch falsch platziert, wo das Wasser reinkommt. Oh, das tut mir leid. Ich habe mir gerade so gedacht, abgestellt. Hä, hier ist irgendwas falsch. Ja, du hast 4 abgezählt, aber du hast anscheinend das Zauntor mitgezählt. Und da kann man nichts anpflanzen. Shit. Sollte dir klar sein, oder? Da ist ein verzauberter Bogenschütze. Der ist heavy. Verzauberter Bogenschütze. Alter Schwede. Bam. Nein! So. Ich wollte ihn gerade aussperren. Ach stimmt, ich habe was vergessen. Ja. Da kommen ja noch Fackeln drauf. Ach übrigens, weißt du, wie man Baguettes herstellt? Aus Weizen. Hast du gehört? Ja, das macht man doch mit Brot auch. Ja, aber du brauchst 2 Weizen für ein Baguette. Oder nee, du kriegst glaube ich sogar 2 Baguettes raus. Und ein Baguette selber hat schon mehr Hunger, also gibt dir mehr Hunger als ein Brot. Okay. Ist also dezent effektiver, Baguettes zu bauen und Baguettes zu essen. Deswegen haben wir so viele Baguettes. Super. Oh, da ist ein Eimer drin. Deswegen funktioniert. Der ist eben gerne Fleisch. Ich habe immer noch meine Hühnchen. Naja, wenn das so weitergeht mit den Eiern, die bei uns in der Kiste liegen, kannst du dir auch eine automatische Hühnerfleischproduktion bauen. Mhm. Weiß schon, dass es geht, oder? Das geht sogar ohne Mod. Ja, das stimmt. Okay, wie baue ich denn das jetzt? Weil wie wir alle wissen, du hast den Boden nicht komplett ausgehöhlt. Auch Mist, woher weißt du das? Weil hier das Sugarcane-Feld hinkommt und du weißt, wie man Sugarcanes anpflanzt. Die wachsen ein bisschen anders wie die anderen Pflanzen. Achso, du willst das Wasser unten drunter haben. Nein, nicht unten drunter, ich lasse es neben dem Feld fließen. Aber dabei musste ich halt einen Block nach unten graben. Ich werde jetzt die Monster spawnen noch zerstören, weil ich da unten nicht überlebe. Ich bin mir nicht sicher, ob man die effektiv abbauen kann. Man kann sie aber irgendwie verwenden. Also falls da irgendwie sowas wie ein Broken Spawner rausdroppt oder so, nimm mit. Davon haben wir glaube ich schon 2. Was? Nein, ich erinnere mich nicht daran, dass ich habe doch den ersten Part schon 2 abgebaut. Ich erinnere mich aber nicht daran, dass in unseren Kisten irgendwas ist, was sich Broken Spawner nennt. Und ich sag's dir mal so, wenn man es mit der Hand abbaut, dauert es ewig und es kommt nicht so aus. Natürlich nicht! Das ist was, was man mit der Spitzhacke abbaut. Ah, das Ding. Oh. Monster-Spawner gingen immer mit Spitzhacke, weil die waren immer in Minen. Da hat man immer Spitzhacke. Ist denn da bitte ein verdammter Wasserblock. Das ist ein Schiff. Ich frage mich, na Zuckerrohr will man nicht mit Rechtsklick abbauen können, das bezweifle ich mal. Kann der Farmer die auch abbauen? Der kann nämlich nur gewisse Sachen abbauen, stand da. Warte mal, das kann man ja ganz schnell nachgucken. Glücklicherweise hat dieser Mod ja ein Handbuch. Der Mod ist so komplex, er braucht ein ganzes Handbuch. Okay, was geht denn? Wheat, Potatoes, Canola, Flachs und alle Crops, die quasi like diesen Dingern sind. Dann Kaktusschafter, Netherwarzen. Moment mal. Kann der jetzt wirklich keine Dingens abbauen? Aber wenn ja, dann müssen wir eine Pistendingens dafür bauen. Und das wäre ein bisschen Pisten. Fliegersieg. Ja. Weißt du, was man mit Canola machen kann? Nein. Canolaöl. Und das kann man in normales Öl umwandeln. Und damit können wir unseren Strom betreiben. Oh.
Hey, cool. Ja. Okay. Wi-Fi. Soll ich mich als nächstes auf den ME-System-Ersatzmod Refine Storage konzentrieren? Ja, wenn du dich da so gut auskennst, dass du das anfangen kannst, jetzt. Das ist ja Ja, nicht das so geht schon. schwer. Ich muss nur mal gucken, ob wir das herstellen können. Wir haben folgendes Problem: Wir brauchen Netherquarz. Oh, ich wollte sowieso in den Nesser gehen. Und wir brauchen einen Deswegen wollte ich auch Diamanten. Eimer. Einen Darbeimer. Wir brauchen einen Ich habe vier Diamanten. Spawner-Shards. Wir brauchen. Warte mal, das ist. Ah, ne, das ist angebautes. Da, was ist das? Mit Quarz erwischt das. Ah ja, das ist angebautes. Wir brauchen Eisen, Netherquarz und Diamanten für diesen Mod, anscheinend. Es gibt Barren, die Eisen mit Quarz kombiniert sind. Solche Barren gibt es. Glowstone brauchen wir auch. Was ist das denn? Okay, Gold brauchen wir auch. Redstone, na gut, Redstone haben wir, glaube ich, genug. Glas. Also wir müssen wahrscheinlich auch ein bisschen Sand farmen. Aber das gibt's als alles im nächsten Part. Da würde ich sagen, im nächsten Part gehe ich mal unter die Erde, mine ein bisschen, suche nach Diamanten, damit wir ein bisschen Obsidian kriegen, um in die Hölle zu kommen. Also dann, bewerten nicht vergessen und ciao. Tschüss.